Kämpfen, die er hier gezeigt hat. Also nicht mehr ganz so überaggressiv, viel dosierter mit seiner Aggression. Und das tut seinem Kampfstil sehr, sehr gut. Ja, das ist die Erfahrung. Der wird aus jungen Wilden plötzlich ein abgeklärter Kämpfer. Also diese risikoreichen Attacken, für die man ihn eigentlich kannte. Oh, da gibt es eine Umarmung der beiden Rivalen. Das hätte ich ja jetzt nicht erwartet, aber auch das ist eben der MMA-Sport, liebe Zuschauer. Sportsgeist, den gibt es bei aller Härte trotzdem. Bilic geht hier so ein bisschen mit offenem Visier nach vorne. Es scheint mir so, als wäre ihm klar, dass er was machen muss. Schöner Single-Leg-Versuch hier von Edi. Wechselt auch auf das zweite Bein. Sehr schön gemacht von ihm hier. Gefällt mir gut. Zeigt eben, dass er nicht nur ein Standkämpfer ist, dieser Said Edi. Und wieder in der Oberlage. Sehr, sehr früh diesmal in der Runde. Hat noch 4 Minuten 20, also alle Zeit der Welt, um zu arbeiten. Und ja, es zeigt auch, dass er eine ganze Menge sogenannten Fight-EQ besitzt, diese Wettkampfintelligenz. Also er hat im Stand halt auch den einen oder anderen guten Treffer nehmen müssen. Also tut er einfach das, was jetzt hier Ende der zweiten Runde gut für ihn gelaufen ist. Er bringt Bilic zu Boden und kontrolliert ihn dort. Tja, und steht auf, um das Gegenteil zu beweisen, von dem, was du gerade gesagt hast. Ja, also während ich es gesagt habe, steht er auf. Also was er damit bezweckt hat, das habe ich selbst nicht ganz verstanden. Wenn er jetzt darauf ausgewiesen wäre, hier einfach nur das Ding nach Hause zu schaukeln, hätte er hier liegen bleiben können auf dem Gegner. Macht Edi aber nicht. Stattdessen sichert er sich hier den nächsten Takedown. Auch interessant für mich, weil dann hätte er auch direkt liegen bleiben können. Aber natürlich nochmal für ihn klar gezeigt, so hey, ich kann dich hier auf den Boden bringen, wenn ich möchte. Ja, und das bringt auch Punkte. Also wir müssen uns ja vorstellen, gut 3 Minuten gibt es hier noch. Es ist recht wahrscheinlich, dass dieser Kampf in die Hände der Punktrichter geht und die am Ende entscheiden müssen. Und da kann so ein Takedown natürlich am Ende das Zünglein an der Waage sein. Die erste Runde war recht knapp, die zweite hat Edi recht klar gewonnen. Wollen wir sehen, was in diesem dritten Durchgang passiert. Dann sieht das für ihn ganz gut aus. Und Sugar, der gute Mann in der grünen Hose, Manuel Bilic also, muss sich hier was einfallen lassen. Ja, Sugar tut zurzeit allerdings wenig mehr, als Edi festzuhalten, vermutlich in der Hoffnung auf einen Stand-up. Er dreht also hier so ein bisschen die Hüfte ein, aber alles, wie gesagt, mit ein bisschen zu wenig Kontrolle hier, um wirklich gefährlich zu werden. Der Referee sagt, nee Jungs, ihr wisst ja, Bodenkampf nur, wenn was passiert. Und das war ihm offenbar nicht genug hier, Marco Brösen, beide Kämpfer zurück im Stand. Mit der Möglichkeit jetzt hier nochmal ein paar schöne Hände fliegen zu lassen. Wunderschöner Takedown-Versuch hier von Edi. Allerdings darf er nicht zu lange da hängen bleiben, sonst kassiert er mal wieder diese kleinen Schläge. Und das sind harte Treffer hier, liebe Zuschauer. Da hat er sich eine Hand nach der anderen eingefangen, bleibt da aber am Single-Leg-Takedown dran. Wie Terrier ist also offensichtlich gewillt, da den Schaden zu nehmen. Ja. Und da hat er auch den Ertrag ernten können. Der Takedown ist geglückt, er ist zurück in der Guard. Von Manuel Bilic mit knapp 2 Minuten noch auf der Uhr hier in diesem Kampf. Aber sehr, sehr hart erkämpft, sehr viel einstecken müssen dafür, dass, wie du eben auch gesagt hast, auch Punkte hergegeben dafür, dass er jetzt hier diesen Takedown geholt hat. Und jetzt muss er auch was draus machen. Jetzt muss er aktiv bleiben, um nicht sofort wieder hoch zu müssen, wollte ich gerade sagen. Aber da ist es schon passiert. Und das ist natürlich, wenn wir über den Fight IQ reden, den du eben angesprochen hattest, da muss man immer so ein bisschen gucken, wie viel Energie, wie viel Zeit investiere ich hier in was und was kann ich am Ende daraus machen. Hier nochmal der Takedown-Versuch von Edi, der sofort wieder wechselt. Das macht er jetzt sehr gut. Ja, hat beim Lösen gleich noch eine rechte hinterher gefeuert. Naja, er hat natürlich gemerkt, dass er mit diesen Takedowns ganz gut fährt, dass die in der Regel gelingen und versucht das jetzt hier hinten raus noch ein paar Mal. Und da ist der Nächste. Edi gefällt mir allerdings im Stand jetzt immer weniger gut gegen Ende des Kampfes. Der landet da tatsächlich sehr, sehr gute Treffer. Also Edi tut auch allein deshalb schon gut daran, hier den Takedown zu suchen. Verfängt sich jetzt hier aber in einem, ja, fast in einem Armbar. Lässt sich jetzt aus dieser Perspektive ja schlecht sagen. Ja, das rechte Bein müsste noch vor den Kopf. Dann wäre es ein Armbar.
Mal gucken, ob das hier gelingt. Dann könnte das hier spannend werden. Mit 40 Sekunden auf der Uhr, da ist noch was möglich. Allerdings, Bilic macht nicht die Anstalten hier, die entsprechende Bewegung einzuleiten. Und Edi stallt ganz gut, der hält hier ganz gut dagegen. Allerdings, meiner Meinung nach, auch ein bisschen zu viel ausruhen. Und noch ein paar Sekunden auf der Uhr hier für die beiden Kontrahenten. Und das hier geht wieder an die Kampfrichter. Und durch diese letzte Runde für mich auch wieder sehr, sehr schwer zu entscheiden, dieser Kampf. Ganz klar, Edi mit der besseren zweiten Runde die erste schwer zu werten. Die dritte auch nicht ganz so einfach. Ja, schwierig zu werten, der Kampf. Ich finde auch, dass in dieser letzten Runde Bilic die besseren Treffer im Stand hatte. Edi mit den Takedowns zwar punkten konnte, aber relativ wenig damit gemacht hat, Andreas. Also wir dürfen gespannt sein, wie das erfahrene Punktgerät von der Gamma 4 heute entscheiden wird in diesem Bantam-Gewichtsduell. Dieser beiden Hitzköpfe, Said Eidi und Manuel Bilic. Eidi lässt sich hier bereits feiern als Sieger. Ob er sich zu früh gefreut hat, werden wir sehen. Auch Bilic sieht nicht unglücklich aus. Also, die Punktrichter müssen entscheiden in einem unterhaltsamen, aber sehr, sehr spannenden Kampf. Hier kommt Michael Hoyak mit dem offiziellen Urteil. Meine Damen und Herren, wir kommen zum offiziellen Urteil. Sieger, einstimmig. Winner by unanimous decision. Red Corner, rote Ecke, Zeit, hey! Also Said Eidi hier mit dem Sieg durchaus verdient, wie ich finde. Auch wenn er am Ende ein bisschen abgebaut hat im Stand, hat er sich hier durchgebissen. Wir wissen nicht ganz genau, wieso. Vielleicht hat er sich irgendwie an der Hand verletzt oder so. Aber seine Takedowns trotzdem durchgezogen und hier versucht, wirklich mit allem nochmal abzuschließen. Guter Kampf von ihm, meiner Meinung nach, gute Entwicklung auch von ihm zu sehen im Vergleich zu seinen vorherigen Kämpfen hier. Guter Athlet, den wir gerne wiedersehen und vielleicht das nächste Mal im Hauptprogramm von GMC, auch wenn er schon fast fest dazugehört hier im Vorprogramm. Der Nachschlag hat ja fast fehlerfrei funktioniert. Wir sind glücklich, am Ende angekommen zu sein. Wir haben aber noch ein, zwei Themen, die wir mitteilen wollen. Ja, wir bedanken uns natürlich bei allen Fans und auch bei unseren Sponsoren. Zum Beispiel bei unserem Hauptsponsor Olymp Germany, bei unseren weiteren Sponsoren Legion Octagon, Fight Nature und auch God 7. Ohne unsere Sponsoren wäre das Ganze überhaupt gar nicht möglich. Ja, ansonsten weiterhin GMC bitte unterstützen. Wir freuen uns natürlich über alle Fans, die auf allen unserer Veranstaltungen sind, uns im Pay-Per-View gucken, uns auch ein Feedback geben, ob es gut war oder wenn es auch Sachen gegeben hat, die ihnen nicht gefallen hat. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Es muss nicht immer gut sein. Konstruktive Kritik ist immer willkommen. Ja, ansonsten gebe ich mal weiter hier. Und ich denke, was viele ja interessiert, ist erstmal die GMC 12 Fight Card. 23. September geht's weiter mit unserer 12. Ausgabe. Und ja, da sind wir auch natürlich unter anderem, werden wir wieder Selim Agaib, den Mohamed Trabelsi sehen, Mert Özyıldırım und natürlich den Kämpfer des Abends, Ozan Aslaner. Und dann werden wir natürlich Ihnen auch Main Events demonstrieren. Wir sind in Verhandlungen mit Kerem Engizek natürlich oder Abu Azaytar. Abu, der immer noch das Mittel Gewichtsgold trägt und Kerem Engizek, er wird das erste Mal seinen Titel verteidigen. Aber weitere Protagonisten sind natürlich Lomali Eskiev, unser Federgewichtschampion. Wir werden euch wie gewohnt eine qualitativ gute Fightcard auf die Beine stellen. Tickets natürlich wieder heute Early Bird, was dann schon zweimal erwähnt hat. 15% der Frühbucher-Ticketpreis, ja, auf Eventim und auf unserer Seite natürlich zu bekommen. Ansonsten hoffen wir, dass das Ganze euch gefallen hat. Abschluss hat dann wieder Mola. Wir bedanken uns erstmal bei Mola, dass er da war. Wir haben ihn endlich mal wieder hier gesehen und hoffen, ihn auch öfter bei uns wieder zu sehen.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich freue mich natürlich, mal hier gewesen zu sein, oder mal wieder hier gewesen zu sein. Denkt dran, die Tickets sind bis Mittwoch noch für 15% zu kaufen, auf eventim.de und auf eurer Seite natürlich. Und wir sehen uns auf dem nächsten Event. GMC 12 bin ich garantiert dabei und freue mich schon ganz riesig. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Nochmal ein Best-of.